Hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Heute ist ein bisschen etwas vollerer Tag, könnte man sagen. In diesem Video geht es nämlich rund um das, was ihr seht, nämlich die Radus von Admiral Holdo. Die kommt jetzt nämlich ins Spiel und hat natürlich auch ein Kit, aber es wird, wie gesagt, ein bisschen voller werden, denn wir fangen nicht erst an mit dem Kit von der Radus, denn das ist relativ unspektakulär, könnte man sagen. Die Taktik ist relativ klar, das erkläre ich euch dann noch. Es gibt quasi erstmal zwei, drei Infos vorab, nämlich haben wir ein Content-Update, was ich euch zuerst einmal zeigen möchte mit ein bisschen Aufreger. Den machen wir gleich am Anfang, bevor wir uns dann etwas entspannen können. Dann gibt es die Frage, wie bekommen wir das Ganze, und danach geht es dann erst an die Radus himself, herself, also an das Schiff auf jeden Fall. Und das heißt, wir steigen jetzt mal direkt ein mit dem Content-Update. Und es ist ein relativ unspektakuläres Content-Update, außer natürlich, dass wir dann jetzt die Radus, also das Schiff des Widerstandes, dann ins Spiel bekommen über ein neues Event. Und das ist natürlich so das Hauptding in diesem Update. Aber es sind zum einen ein paar kleinere Änderungen drin. Das eine ist, Ki Adimundis Fähigkeiten sind angepasst worden. Gut, das betrifft wahrscheinlich kein wenig bis gar keinen der Spieler. Ich glaube, niemand hat wirklich Ki Adimundi bisher freigeschaltet. Ergo brauchen wir uns darüber noch keine Sorgen machen. Dann gibt es eine interessante Geschichte, und zwar ist Places of Power ist verschoben worden und ist mit dem Rebel Roundup Event vertauscht worden, vom 24. auf den 28.2., also einmal die Plätze getauscht. Und das ist insofern interessant, weil Places of Power ist nämlich ja eines von den zwei Events, die jetzt diesen neuen Challenge-Mode, dieses Challenge hier, diese Herausforderungsstufe bekommen haben. Und das heißt also, da gibt es vielleicht so ein paar Probleme mit dem Balancing, weshalb sie das Ganze jetzt nach hinten verschieben. Macht aber nichts, wir bekommen den Herausforderungsteil schon noch und bekommen da vielleicht irgendwelche coolen Sachen. So, dann gibt es Updates zu irgendwelchen Environments auf Geonosis, das ist relativ egal. Und da sind wir aber auch schon direkt jetzt hier auf dem Aufhänger, sozusagen, auf dem Aufreger, denn wir haben die nächste Phase, die nächsten Requirements für die Galactic Legend Rey und Kylo Ren. Und es gibt in diesem kleinen kurzen Absatz hier, gibt es einen Passus daneben, abgesehen davon, dass wir jetzt für Rey, Resistance Pilot und den Poe Dameron zum Beispiel auch alles Reliktstufen brauchen. Selbstverständlich brauchen wir überall Reliktstufen, das war ja vorher schon klar, dass es mehr als genug Relikte benötigt werden. Gibt es einen Satz, nachdem sie beim letzten Mal ja gesagt haben, nein, wir brauchen nicht überall Relikte. Braucht euch gar keine Sorgen machen, nicht alle Charaktere von den 13, die wir da haben, brauchen Relikte. Ah, manche haben schon geunkt, es wird vielleicht einer sein oder so, Rose Tycho wird vielleicht keine brauchen, das wäre eine schöne Sache. Und ja, und dann kam dieser Satz hier. After doing an internal review, we have decided to change the overall requirements so that all characters will require relics. Auf Deutsch, nachdem sie intern so ein bisschen darüber geredet haben, haben sie sich dann entschlossen und haben beschlossen, dass sie die allgemeinen Voraussetzungen ein bisschen anpassen werden, sodass jetzt alle Charaktere Relikte brauchen. Also nicht mehr, vielleicht braucht ein oder zwei keine Relikte. Nein! Alles, was wir für Galactic Legends brauchen, braucht Relikte. Big surprise. Or not? Also, ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen, weil, ganz ehrlich, es war A zu erwarten und B, wundert es nicht wirklich. Also von dem her, das ist aber so ein Fass ohne Boden. Da müssen wir mal sowieso gucken, was mit den Galactic Legends ist. Was können die denn? Wir wissen bisher nur, was sie haben. Also vielleicht werden das ja auch totale Nulpen, ja? So wie General Skywalker, der horrende Voraussetzungen gebraucht hat, um ihn freizuschalten, der dann letztendlich sich als Luftnummer mehr oder weniger erwiesen hat. Ergo, vielleicht sind ja die Galactic Legends ähnlich, also braucht man sich da noch gar nicht drüber groß aufregen. Auf jeden Fall könnt ihr euch drauf freuen. Resistance und First Order müsst ihr komplett auf Reliktstufe bringen, wenn ihr da irgendwie was erreichen wollt in dem Ding. Naja, so ist das halt. Aber passend dazu gibt es natürlich auch Shard Shuffle, denn wir haben General Hux und den First Order Sith Trooper, also den normalen Sith Trooper, wie er jetzt heißt, die wir jetzt in den dunkle Seite kämpfen, 6A und 6C bekommen können. Und das finde ich tatsächlich doch, man könnte sagen, relativ bemerkenswert,
Bisher war es ja immer so, man hat irgendwie hier diese ganzen Kämpfe sind ja immer irgendwie so, dass man denkt, oh, vollkommen nutzlos das ganze Zeug. Und, aber, wenn ihr euch das nämlich anguckt, wo diese Kämpfe liegen, hier auf den Kämpfen 6, hier sind zwei Charaktere jetzt zu bekommen. Das heißt also, den Rebel Scout, den Rebell Scout und den Tuskenräuber. Ja, wir machen was Sinnvolles mit was Nutzlosem zusammen. Es wäre ja vollkommen zu viel erwartet, wenn man was Sinnvolles mit was Sinnvollem zusammenpackt. Könnte man ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja gut, okay, wobei Tusken braucht man ja auch für Platoons auf Geonosis. Naja, also auf jeden Fall, es ist zumindest ganz schön, dass jetzt zwei Charaktere nebenbei sind. Man kann zwei Charaktere gleichzeitig farmen, wenn man sie denn noch braucht. Weil, naja, den Rebellen-Scout, wenn man nach Geonosis geht, braucht man ihn nicht wirklich genauso. Naja, okay, also sind auf jeden Fall farmbar und das ist ganz cool. Das sind auch keine großen Nodes, also wo man braucht nur 80 Energie. Das ist ja schön. Droprate werden wir mal abwarten. Ich schätze mal, dürfte so wie üblich sein. gefühlt minus 10. Also wenn man einen Versuch macht, dann wird es wahrscheinlich sogar auch noch, kriegt man wahrscheinlich noch Splitter abgenommen. Ja gut, okay, also das ist jetzt das Thema, dass wir jetzt halt die Shard-Shuffles quasi haben. Also wir haben jetzt die beiden Charaktere, die wir jetzt farmen können. Das ist sehr cool. Und das bringt mich jetzt hier zu dem, was hier unten ist, nämlich die Advanced Fleet Mastery Rados. Also zum Kit, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Es wird gar nicht so ein langes Ding werden. Also es geht nämlich eher um das Event, wie wir das freischalten. Denn die Rados, es ist ein angepasster Event-Typ, ja. Das ist hier dieses Event Advanced Fleet Mastery. Also wir erinnern uns, so die Chimäre haben wir ja freigeschaltet über so ein klassisches Legendary-Event, ne, Stufe 1 bis 7. Und jedes Mal konnte man es dann quasi, hatte man Splitter für 1 Stern, 2 Stern, 3 Stern und so weiter. Ne? Also klassisches Legendary-Event. Die Advanced Fleet Mastery läuft jetzt ein bisschen anders ab. Zum einen liegt es daran, dass sie ja komplett alle Legendary Events und fast alle Heroes Journey, also die ganzen Super Special Events, komplett aus der normalen Kadenz entfernt haben und in den Reiseführer übergeführt haben, gibt es ja wenige Events. Das heißt, sie können jetzt mehr neue Events kriegen. Das haben sie schon angekündigt, dass sie das machen wollen. Und eines davon ist jetzt diese Advanced Fleet Mastery. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und zwar, es gibt eine Anzahl an sehr speziellen Einheiten, zu denen ich gleich komme, die stehen nämlich hier unten, die wir benutzen müssen. Das sind nämlich 7 Schiffe, die wir brauchen, um dieses Event spielen zu können. Und dann gibt es quasi initialmäßig, also wenn dann das Event startet, dann gibt es 4 Phasen, ja, also 4 Stufen. Das steht dann hier, man muss nämlich zuerst 4 Stufen beenden mit 4 Sterne, 5 Sterne, 6 Sterne, 7 Sterne Schiffen und natürlich einem entsprechenden Großkampfschiff auf 4, 5, 6 und 7 Sterne. Und dann, wenn man das hat, dann schaltet man das Capital Ship auf 4 Sterne frei. Also dann kriegt man die Rados auf 4 Sterne. Also im Prinzip so ein bisschen wie die bisherigen Legendary Events, nur dass sie quasi so ein bisschen so querschiften. Ja? Also die Stufen 1 bis 4 brauchen nicht mehr Charaktere, beziehungsweise in dem Falle Schiffe von Stufe 1 bis 4, sondern die fangen erst ab 4 an. Also nicht die ersten 4 Stufen, sondern die letzten 4 Stufen brauchen wir, um die ersten 4 Stufen sozusagen zu spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Also wir brauchen, ja, also ihr wisst, was ich meine. Ja? Also so ist das Ganze. Es gibt keine 5., 6. oder 7. Stufe, sondern es hört bei 4 auf. Dann schaltet man das Schiff frei. Und sobald man das geschafft hat, dann schaltet man ein wiederholbares Event frei, bei dem man jedes Mal 10 Blueprints bekommt. Jedes Mal, wenn man das Ding schafft, um das Capital Ship zu bekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn man dieses Event macht, bekommt man 10 Splitter, also 4 Sterne am Anfang. Und dann braucht man ja 65 Splitter, um es auf 5 Sterne zu bekommen. Das heißt also, man muss 7 Mal dieses wiederholbare Event spielen, um das Schiff auf 5 Sterne zu haben. Und ja, geht dann so weiter. Also insgesamt, um es auf 7 Sterne zu bekommen, brauchen wir summa summarum 25 Mal dieses Event. 25 Mal. Und dann haben wir das Großkampfschiff auf
7 Sterne. Könnt ihr euch ausrechnen, das wird relativ lange dauern, denn das Event wird ein bis zweimal pro Monat kommen. Also ein bis zweimal, momentan wahrscheinlich eher zweimal aufgrund mangels entsprechender Events. Das heißt zweimal im Monat bei 25. Wenn man also die normale Kadenz nehmen würde bei zweimal pro Monat, wenn man es jetzt freischaltet, dann hat man in einem Jahr das Ding auf 7 Sterne, wenn man keine Kristall-Refreshs für das Event einsetzt, die es hundertprozentig geben wird. So wie bei den anderen Dingern auch. Also könnt ihr euch darauf einstellen, das wird ein ziemlicher Grind und muss man sich gar keine Sorgen machen, dass man das Schiff jetzt gar nicht bekommt oder sowas, weil und die brauchen und Capital Games braucht sich auch gar keine Sorgen machen, darum irgendwelche coolen Schiffe für die Widerstand oder für die Rados zu schalten, denn 4 Sterne Großkampfschiff, naja gut, seien wir ehrlich, ein 4 Sterne Großkampfschiff gegen 6, 7 Sterne Großkampfschiffe, ja, nee, ne? Also, ja, nee, ich glaube nicht. Also, gucken wir mal. Aber wir gucken mal, wir schauen mal, was kommt. Also, das dauert relativ lange, bis man das hat und, ja. Was braucht ihr jetzt dafür? Die coolsten Einheiten ever. Man könnte sich vorstellen, ihr merkt schon, ich bin heute echt mega sarkastisch drauf. Keine Ahnung, wie das kommt, aber ich bin echt sarkastisch drauf gerade. Also, wir haben mega, mega Voraussetzungen, um dieses Schiff freizuschalten. Nämlich, wir brauchen einen Lotto-Topf. Also, das ist quasi, Capital Games hat sich so einen Zufallspool genommen und hat gedacht, oh, welches Schiff könnten wir denn da jetzt rauspicken? Welche Schiffe, die man sonst noch nie gebraucht hat, könnten wir denn jetzt nehmen? Und schmeißen die als Voraussetzung für dieses Event da rein. Natürlich brauchen wir zum einen die drei Widerstandsschiffe, also Race, Millennium Falcon, den Widerstands-X-Wing und Poe Dameron's X-Wing. Okay, soweit klar, ne? Dann brauchen wir die Houndstooth. Wir brauchen die Ebonhawk, Ahsoka Tano's Jedi-Sternenjäger und Lando's Millennium-Falke. Kann mir bitte irgendjemand eine sinnvolle Analogie geben, warum diese 7 Schiffe so besonders toll zusammenpassen? Kann mir das irgendjemand erklären? Also ich weiß schon, ich kann mir schon denken, warum. Denn ich mache jetzt quasi so eine Fliesenüberlegung. Also lass das mal sacken, welche Schiffe das sind. Und die brauchen wir alle übrigens auf 7 Sterne, by the way. So ein bisschen die Erklärung kommt aufgrund dessen hier. Das ist jetzt das Kit, was wir hier haben von der Rados. Gehe ich gleich kurz drauf ein. Denn hier gibt es die Synergien. Und das sind genau diese 7 Schiffe, die wir gehabt haben, die in dieser Liste drin sind. Hier von der Advanced Fleet Mastery, vom Event. Das, was wir fürs Event brauchen, ist auch als vorgeschlagene Synergie schon dabei. Also quasi die Synergie wird auch gleich dann für das Event vorausgesetzt. Und ich denke, warum das Ganze so ist. Warum sind diese Dinger jetzt quasi so vorausgesetzt? Also, zum einen als Line-Up, als Start-Line-Up ist Rey's Millennium Falcon mit dem X-Wing, mit dem normalen Widerstands-X-Wing vorausgesetzt und die Houndstooth, das ist ganz klar, denn die Houndstooth ist ein Tank, der Widerstand hat keine Tanks und es ist wichtig, dass ein Tank da ist, der den Schaden abfängt, damit das passieren kann, was die Rados besonders gut kann. Und jetzt sind wir schon quasi im Kit drinne, denn das komplette Schiff hier ist darauf ausgelegt, bis zu diesem Punkt zu warten. Die geilste Animation ever, nämlich zum Holdo-Manöver. Und das ist die Taktik, die der Widerstand hat, dass man versucht, so lange durchzuhalten, bis man das Holdo-Manöver zünden kann. Das hat nämlich einen Cooldown von satten 10 Runden. Ja, und nach 10 Runden macht man genau das, was Admiral Holdo in Episode 8 gemacht hat. Man macht das andere Schiff einfach kaputt. So, weg. Ende. Ende Gelände. RIP. Ne? Also, tutti completi. Das Ding ist dann kaputt. Gibt keine Reinforcements, kein gar nichts mehr. Und bis dahin, das ist dann so Sudden Death. Ja, dann sind nur noch die Schiffe auf dem Feld, die übrig sind. Keine Fähigkeiten mehr, kein gar nichts mehr. Sondern das Ding ist wirklich platt. Da kommt nichts mehr und bis zu dem Punkt will man kommen und muss dann hoffen, dass man mehr Schiffe auf dem Feld hat als der Gegner, um Sudden Death-mäßig quasi das abzuräumen, was er noch da hat. Also das ist so eine, ich weiß nicht, die Taktik, das ist so eine Abwartetaktik, so ein Warte, bis man irgendwie den Gegner, das Großkampfschiff kaputt macht, damit der Gegner keinen Nachschub mehr bekommt. Man selber dann zwar auch nicht mehr, das ist egal und hoffe, dass man genug Einheiten hat, um dann irgendwie zu überleben. Also,
Ist ein bisschen sehr, 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 sehr strange. Also das ist die Taktik, die man mit der Radus verfolgt. Und deswegen diese Auswahl. Also zum einen, wie gesagt, 10 Runden Cooldown hat die Ultimate-Fähigkeit und alle anderen hier, die anderen Fähigkeiten, Deflektoren, Manöver und. Erhöhen Schutz, erhöhen Ausweichen, Weitblick, geben Zugleiste und. Also sie erhöhen alles, was hier ist. Deswegen, ich gehe da auch gar nicht drauf ein, weil ihr könnt es euch im Spiel selber angucken, was die einzelnen Fähigkeiten können. Also alles zieht. Es gibt keine offensive Fähigkeit auf der Radus. Keine einzige. Null. Sondern es zielt alles darauf hin, dass die eigenen Einheiten gestärkt werden, um dann so lange auszuhalten, bis wir das Holdo-Manöver zünden können. Und dann geht's kaputt. Und dann Sudden Death. Na, kennen wir schon. Und deswegen halt diese 7 Einheiten als Synergie. Na, das ist dann quasi so, klar, die Startelf sozusagen, also die ersten 3 Einheiten, Houndstooth, tankt als quasi bester Tank, fraktionsloser Tank mehr oder weniger, weil man kann ja die Houndstooth in jeder Flotte einsetzen und es ist ein super Tank. Es gibt andere Schiffe, die sind nur dann ein guter Tank, wenn man sie in speziellen Flotten einsetzt. Ja, zum Beispiel Bix ist zwar auch ein genialer Tank, aber man braucht relativ viel Zielerfassung, damit das Ganze passt. Also wenn man keine Zielerfassung hat, ne? Also, und die Houndstooth geht echt überall. Deswegen die als Tank. Dann Rey's Millennium Falke als stackender Damage-Dealer mit dem X-Wing vom Widerstand für etwaige Zielerfassung und Synergie. Also das ist das eine. Und das andere, was im Back ist, in den Reinforcements, sind alles Survivability-Schiffe oder beziehungsweise andere, die irgendwelche Utility-Class-Ships, könnte man sagen. So Unterstützungsschiffe. Also die Eben Hawk ist grandios, um andere Schiffe zu von Buffs zu befreien und zu verhindern, dass man selber was bekommt. Also das ist die Aufgabe der Eben Hawk. Lando's Millennium Falke ist genial, wenn man ihn ganz zum Schluss quasi einsetzt, einfach weil der dann in dem Moment sehr, sehr viele Züge bekommt und sehr, sehr viel Schaden machen kann. Post Dameron's X-Wing ist in dem Reinforcement hervorragend und macht extrem viel Schaden, sobald das dann quasi da ist. Und Ahsoka Tano zum Buffs nehmen und so. Also es sind alles Unterstützungseinheiten, nichts, was wirklich richtig brutal Killer-Kombo-mäßig so ein, oh, jetzt kommt das Ding, kommt Reinforcement und macht alles kaputt. Das hat man in dem Falle nicht. Aber es macht schon irgendwo Sinn, quasi so diese Versorgung, weil die ganze Flotte darauf ausgelegt ist. Und deswegen, das brauchen wir hier für das Event. Das sind die auch entsprechend empfohlen sind. Und das ist quasi auch sozusagen das Kit-Review für dieses Schiff. Ja, es ist alles hier, es bekommt Deflector-Shields, dadurch erhält man Schutz oder Zugleiste und stellt Schutz wieder her, bekommt Weitblick und. Also alles irgendwie hier, Reinforcement-Bonus ist übrigens, man bekommt Tarnung für 3 Runden, satte 3 Runden. Und auch noch Bonusschutz, wenn man ein Widerstandsverbündeter ist. Also es zielt wirklich alles darauf hin, das gegnerische Schiff letzten Endes auszulöschen. Und ja, das ist das Kit der Radus. Und das ist das Witzige ist tatsächlich, also falls ihr, Links und sowas dazu sind natürlich alle unten in der Beschreibung. Also wenn ihr euch auch dafür interessiert, warum die jetzt die Radus so gemacht haben, wie sie gemacht haben, gibt es natürlich wieder die Developer Insights. Da haben sie ganz unten, ganz zum Schluss, haben sie einen Flottenvorschlag gemacht, nämlich das, was sie hier in der Synergie halt haben. Ne? Also das steht hier ganz unten drin. Und das sind natürlich die Widerstandsdinger, aber halt auch, da erklären sie genau das quasi. Ne? Houndstooth ist ein super Tank und die Eben Hawk ist ein tolles Reinforcement-Schiff und Lando ist ganz toll, um als Finisher zu dienen. Gut, sei mal ehrlich, wenn man darauf abzielt, dass man nach 10 Runden oder nicht mal 10 Runden das Ding kaputt geht, ja, da braucht man auch keine Reinforcements mehr, sowas wie Lando's Millennium Falke, weil der erst ganz am Schluss total geil ist. Wenn man schon 8 Reinforcements drinne gehabt hat oder so. Aber so weit kommt man ja mal gar nicht. Naja, das ist ein anderes Thema. Also das ist die Radus, das ist das Kit. Und das haben wir jetzt und bekommen es halt in diesem echt sehr speziellen Event freigeschaltet. Und sonst haben wir keine andere Möglichkeit. Also so ein bisschen ist es wie zum Beispiel für Wicket oder für Mutter Talsin auf Charakterebene. Ja, so diese Events. Man hat sie auf 5 Sterne und dann kann man Splitter dafür bekommen. Und aber mit dem Unterschied, dass man sonst an keiner anderen Stelle das Ding bekommt. Und man darf gespannt sein. Ich gehe davon aus, die Finalizer wird auch dieses Advanced Fleet Mastery Event haben. Und sie werden über kurz oder lang, das haben sie dann quasi auch schon gesagt, Advanced Fleet Mastery will return und this frequency may be adjusted as we release more units through this type of event. Also es werden mehrere Schiffe kommen, die über diesen neuen Event-Typ ins Spiel integriert werden. Und naja, es ist ein Time-Syncing-Mechanismus, ganz klar. Denn auf diese Art und Weise wird sichergestellt, dass niemand
quasi die Rados auf einem, ich sag mal, brauchbaren Level hat, in einem halben, also in relativ kurzer Zeit. Also selbst bei vielleicht die Kraken oder sowas, die 5000 Euro ins Spiel investieren und sich die ganzen Refreshs kaufen, vielleicht möglicherweise, wenn sie das nicht gecapped haben. Aber ansonsten dauert das sehr, sehr lange, bis wir die Rados relativ brauchbar haben, denke ich. Und naja, schauen wir einfach mal. Das sind die Rados und das dazugehörige Update, was wir haben, inklusive natürlich hier dieser wunderschönen Relikt-Ding. Also es ist relativ viel und das tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, ihr könnt mir das nachsehen, das war jetzt relativ wichtig und ich glaube, das ist auch okay, dass ich das jetzt in einem Video gepackt habe, auch wenn es viel Input war. Gebt mir da gerne Feedback zu, also es interessiert mich, ob das jetzt okay war, ob ihr sagt, na, vielleicht doch wäre gut gewesen, das auf zwei Videos aufzuteilen oder sowas, dann werde ich mir das ansonsten nochmal überlegen beim nächsten Mal. Aber Zeit ist ja wie gesagt so eine Sache, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt so. Aber okay, schreibt mir das in die Kommentare und wie gesagt, alle Informationen findet ihr ansonsten, also die ganzen Forenposts und sowas unten in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und teilt das Video auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns wieder hier beim nächsten Mal bei Star Wars Galaxy of Heroes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich bin der Simme. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Ciao.